Servus und herzlich willkommen beim Würzburger Griller. Heute gibt es bei mir Schichtfleisch aus dem Dutch Oven. Und da braucht ihr folgendes: Bacon, Zwiebeln, Weißkohl, Karotten, Kidneybohnen, Mais, Olivenöl, eure Lieblingsgewürze und natürlich Barbecue-Soße. Und wie das geht, wenn ihr es wirklich erfahren wollt, das zeige ich euch jetzt. So, und erstmal stellen wir das Fleisch, macht das schöne dicke Stückchen, wartet mal, und zwar so, so, und fertig. Also macht sie dick genug, weil die werden ziemlich klein. So, dann nehmt ihr euer Lieblingszeug, ich habe Grillgewürz von Leo genommen, einwandfrei, schmeckt wunderbar, mega gut. So, den Weißkohl müsst ihr nicht nehmen, ich mag das aber. Ich habe auch nicht den ganzen gebraucht, nur einen Teil davon, aber das schmeckt sehr, 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 sehr gut, glaubt es mir. Zwiebeln, geht auch ganz schnell zu schneiden. Braucht ihr unbedingt, das legt ihr zwischen das Fleisch nachher, das ist quasi eure Flüssigkeit später im Dutch Oven. Auch die Karotten dürfen nicht fehlen, die müssen wir erstmal schälen. So, erledigt. Und jetzt, was brauchen wir noch? Jawohl, die sind eindeutig noch zu groß. Wir machen sie klein. So. Und dann geht es auch schon los im Dutch Oven. Den tut ihr jetzt schön mit dem Bacon, das ist quasi euer Backpapier. Einmal schön ringsrum und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht, wa? So, und wenn ihr das erledigt habt, nehmt ihr das Fleisch, die Zwiebeln erst schön an die Wand, weil es ist ja Schichtfleisch. Und das schichten wir richtig schön aneinander. So, wie ihr seht, ist eigentlich ganz einfach. Und geht auch schnell und schmeckt wunderbar. So, und den Rest machen wir jetzt auch noch rein, die Bohnen und den Mais. So, und dann fragt ihr euch bestimmt, hä? Warum sind da noch die Karotten und der Bacon? Was ich da wohl gemacht habe? Macht mal Karotten und Bacon zusammen. Lecker, glaubt's mir. So, da kommt die Barbecue-Soße noch rum. Einfach oben drauf, das geht von ganz alleine, dann schmilzt es nach unten. Und natürlich machen wir uns auch einen Deckel. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dass oben das nicht verbrennt oder sowas. Ne? Also ihr braucht wirklich Feuchtigkeit und ihr solltet alle Stunde auch mal reingucken, ob da alles passt. So, jetzt sind wir fertig und ich glaube, wir schauen jetzt mal beim Grill vorbei. So, beim Grill angekommen. Tut der Spaß jetzt ganze 3 Stunden bei 180 Grad drin bleiben. Und für zwischendurch natürlich mal auch mal ein Bierchen trinken. Mein Lieblingsbier, Hofbräuhaus Traunstein. Schmeckt mega lecker. Schaut mal auf die Seite vorbei. Steht alles in meiner Videobeschreibung. So, eine Stunde später schauen wir mal rein, was das gute Essen sagt. Also wie ihr seht, da ist noch genug Flüssigkeit, der Bacon ist noch nicht so ganz, aber ist auch erst eine Stunde her. Also, aber der Geruch, sowas von göttlich, glaubt ihr gar nicht. So, 2 Stunden später. Schauen wir mal rein. Ja, hat alles schon ein bisschen Farbe angenommen, auch der Bacon. Also sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. So, und was kommt jetzt? Jawohl, nach 3 Stunden schauen wir mal rein, das Endergebnis. Oh, ein Traum, oder? Sieht das gut aus? Jawohl, es sieht gut aus. Und Leute, es schmeckt auch traumhaft. So, nehmen wir das gute Zeug mal mit rein und schauen uns das mal an und probieren vor allen Dingen. Und was sagt ihr? Mega, oder? Ah, am liebsten esse ich das mit Brot. Daneben dran ist die Karotte mit Bacon. Leute, macht's nach. Es gibt nichts Besseres. Und das Fleisch. Das Fleisch ist so zart. Hier kommt der Beweis. Seht ihr das? Ach, ich würde es am liebsten jetzt nochmal essen.
Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie es geht. Lasst es euch schmecken, macht's nach, erzählt es euren Freunden, eurer Oma, jeden, den ihr kennt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.